ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass Politik, Verwaltung und Kreativkultur, nenne ich es jetzt mal, es ist ja auch mehr als nur Clubs, aber die müssen zusammenarbeiten und das Ziel muss einfach ganz klar sein, solche kreativen Freiräume in der Innenstadt auch zu behalten. Also ich würde mir wünschen, dass wir jetzt gerade noch rechtzeitig sozusagen so einen Fuß in die Tür kriegen, was so Stadtplanung und Stadtentwicklung angeht. Und ich glaube, wir können das auch schaffen. Dass wir die coolen Clubs halten können, dass wir über ein neues Gewerbemietrecht denen ermöglichen, die Mieten stabil zu halten und dass wir neue Orte für Clubs erschließen. Und wenn man erstmal, wenn das die politische Grundüberzeugung ist, lassen sich einige Sachen verändern. Wir sehen das an vielen anderen europäischen Großstädten, die den Moment verpasst haben, London zum Beispiel. Diese Leute, auch die jeweiligen Bürgermeister, die gucken alle auf die Stadt Berlin und sagen auch wirklich so, ey, was ihr da habt, das ist so toll. Behaltet es, weil wir haben den Fehler gemacht, wir haben nicht darauf geachtet, wir haben nicht die Kreativen und die Kultur geschützt mit dem Erfolg, dass unsere Städte in den Abendstunden verödet sind und das total langweilig wird. Hebel hat man in Sachen wie, das ist jetzt auch wieder diese Anhörung im Bundestag, dass man Clubs erstmal nicht mehr definiert als Vergnügungsstätte, so wie ein Bordell oder ein Automatencasino, sondern eben als Kulturstätte. Das ändert einiges und macht es Clubbetreiberinnen und Betreibern leichter. Wir haben beschlossen, dass in allen neuen Stadtquartieren in Berlin, die gebaut werden, ein Club mitgedacht wird. Wie das praktisch umzusetzen ist, muss man jetzt gucken. Aber dass das gelingt, das ist irgendwie so meine Utopie. Idealerweise findet man einen Weg, es Clubbetreiberinnen und Betreibern zu erleichtern, ihr Geschäft zu machen, sage ich jetzt mal. Und erkennt auch, und das wird ja auch im zunehmenden Maße erkannt, dass es für die Stadt wahnsinnig wichtig ist wirtschaftlich. Schlimm wäre, wenn wir das nicht schaffen. Weil wenn wir jetzt nicht rechtliche Schritte unternehmen, um die Clublandschaft zu schützen, dann wird sie veröden. Das Schlimmste wäre halt, dass die Clubkultur, wie wir sie kennen, mehr und mehr ausstirbt. Also dann wird nach und nach werden immer mehr Clubs aus der Innenstadt verdrängt werden. Und dann sind wir in den Randlagen und dann wird es nicht mehr funktionieren. Wenn man das, was gerade passiert, nicht aufhält, dann ist es ja so eine Art Dystopie, weil es einfach ganz klar ist, dass Clubs aus verschiedenen Gründen, einmal Verdrängung über Verwertung von Grund und Boden, also zu hohe Mieten oder zu hohe Kaufpreise, die Verdrängung stattfindet oder eben aufgrund von regulatorischen Einschränkungen, weil Nachbarn klagen, weil es irgendwie zu viele Auflagen gibt, die für Clubbetreiber nicht zu erfüllen sind, dann kommen wir ja genau an den Punkt, dass das eben wegstirbt, diese Kultur. Und dann ist die Stadt leider nicht mehr bunt, dann ist sie tot.